willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute fahren wir auf einen Kinderflohmarkt. Mal wieder, ihr kennt mich ja, wir haben Samstag. Und im Moment im September sind ja irgendwie überall Kinderflohmärkte. Das kennt ihr bestimmt auch. Schreibt mal in die Kommentare, ob bei euch auch jedes Wochenende wirklich 3 oder 4 Kinderflohmärkte sind. Im September ist es bei uns wirklich sehr, sehr toll. Und ich fahre jetzt zur Bank. Muss natürlich erstmal Geld holen. Ich habe gar nicht so viel Bargeld dabei. Und dann weiß ich nicht, ob ich zu 2 Flohmärkten fahre. Also der eine hier ist bei uns im Ort selber, da fahre ich gerade hin. Beziehungsweise fahre zur Bank und dann fahre ich dahin. Und der andere ist ein Dorf oder 3, 4 Dörfer weiter. Ich weiß nicht, ob ich da noch hinfahre oder nicht. Das werden wir gleich sehen. Aber ich habe gleich hier noch relativ viel zu tun. Und hier steht auch schon der Flohmarkt dran, das ist gut, dass ich mich nicht vertan habe. Das Ganze beginnt um 10, also in 2 Minuten. Ich hole jetzt noch Geld und dann sind wir schon relativ pünktlich und gut dabei. Also ich bin nicht immer die Erste bei sowas, aber wir haben es jetzt, ja, wie gesagt, 2 Minuten vor 10 und ich hole jetzt noch kurz Geld und danach geht es los. Ich muss danach einkaufen für meine Eltern. Wir brauchen noch ein bisschen Lebensmittel für zu Hause, so Brot und so. Dann muss ich noch ein Rezept von der Apotheke holen, also ich muss ein Medikament von der Apotheke holen. Und dann gibt es bei Penny derzeit so einen Staubsaugerroboter, den wollten meine Eltern jetzt unbedingt haben, deswegen hole ich den jetzt auch gleich, weil meine Eltern schaffen das heute nicht. Und dementsprechend hole ich den nachher. Und dann sind wir hier in dem Ort erst fertig und dann entscheide ich, ob ich dann zum anderen Flohmarkt noch fahre. Aber da weiß ich noch nicht so recht, ob ich da noch hinfahre. Je nachdem, wie erfolgreich wir bei dem Flohmarkt gleich sind. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier stehen bleibe bei der Bank. Weil da hinten einen Parkplatz finde ich immer total schwer. Aber hier kann man sehr gut hinlaufen, weil das hier direkt um die Ecke ist, der Flohmarkt. Ich muss danach auch noch ganz dringend zur Post. Ich habe Pakete dabei, das kann ich euch auch immer zeigen hier. Ich habe ja ganz, ganz viel auf Instagram jetzt verkauft wieder, an Babykleidung und so, die ich einfach übrig hatte. Und wo ich mir dachte, warum soll das hier rumliegen, das kann jetzt mal weg. Also wenn ihr Babykleidung braucht, alles wirklich von 50 bis 86, habe ich wirklich fast alles da. Dann guckt auf jeden Fall auf Instagram vorbei. Genau, und jetzt habe ich geparkt bei der Bank, werde jetzt kurz reinhuschen, muss kurz Geld holen. Wie gesagt, habe ich nicht so viel dabei und dann werden wir erstmal zum Flohmarkt gehen, dann zur Bank und dann zur Apotheke. Weil die Bank, die Post meine ich, dann zur Post und dann zur Apotheke, weil die Post hat auch nur bis um 12:30, glaube ich, heute auf. Und dann müssen wir aber auch noch gucken, wann der andere Flohmarkt wieder zumacht. Nicht, dass wir den gar nicht erwischen, sozusagen. So, wir sind bei der Bank. Schauen wir mal. Oh Gott, mein Handy. Ich habe hier 2 Karten dabei, einmal von meiner Mutter. So. Dann würde ich sagen, holen wir mal Geld, ne? So, fertig. Dann geht's jetzt ab die Post zum Flohmarkt. Ich weiß gar nicht, wie spät wir das jetzt haben. So, 10.05 Uhr. Seht ihr das? 10.05 Uhr. Das heißt, ab die Post zum Flohmarkt. Wir haben doch tatsächlich einen Parkplatz gefunden. Wow. Na gut, dann wollen wir mal los, ne? Ach, Düsen, hab ich gerade schon gesehen. Ist relativ voll mal wieder. Achso, ich muss auch noch abschließen, ne? Leute. So, dann wollen wir mal ab die Post. Schauen, was wir finden. So, mein Lieben, ich bin wieder da. Ich war jetzt schon bei Penny. Den Roboter gibt es irgendwie nicht mehr. Der ist wohl ausverkauft schon. Hab jetzt Brot gekauft direkt. Da bin ich jetzt nicht extra zu Aldi gefahren. Wenn ich schon bei Penny war, dann können wir das auch bei Penny kaufen. Dann war ich jetzt noch bei der Apotheke. Meine Mutter brauchte noch was und ich brauchte auch noch neue Schilddrüsentabletten. Deswegen habe ich das direkt geholt. Und habe mir jetzt noch Traubenzucker besorgt von der Apotheke, weil ich eben den Penny schon wieder umgekippt bin. Mit meinem Kreislauf und ihr habt mir auf Instagram geschrieben, dass ich mal Traubenzucker probieren soll. Deswegen machen wir das jetzt. Und dann muss ich jetzt noch zur Post und dann habe ich alles erledigt, was ich erledigen wollte. Wir haben es nicht mal 11 Uhr. Beim Flohmarkt habe ich gekauft 2 Spucktücher für insgesamt 6 Euro. Das sind die von Lessig, also die richtig, richtig teuren und guten. Einmal
Dieses hier, das sind weiß mit den. Ja, mit den Lässig-Rehen drauf. Also Lässig ist ja das mit den. Mit dem Reh hier. Genau. Und da sind eben diese Rehe drauf, also im Blau. Und die sind 1,20 x 1,20, also richtig, das sind die großen und die sind richtig gut zum Pucken und zum Stillen und so. Total gut. Einmal das und dann im Set war noch dieses Blaue dabei, also das gleiche, nur einmal gepunktet. Das war im Set insgesamt 6 Euro für beide, fand ich in Ordnung, habe ich runtergehandelt von 8 Euro. Und ja, jetzt gucke ich gleich nochmal, wenn ich bei der Post fertig bin, wo hier noch irgendwo ein Flohmarkt ist. Der andere, wo ich eigentlich hin wollte, der fängt erst irgendwie um 1 an und da habe ich jetzt keine Lust, hier so lange zu warten, weil nach Hause fahren lohnt sich nicht. Und ja, dementsprechend gucke ich gleich mal, wo noch Flohmarkt ist und ob ich dann da noch hinfahre. Aber wegen meinem Kreislauf bin ich eigentlich am Überlegen, ob ich dann doch lieber nach Hause fahre. Aber ja, wir bringen jetzt erstmal die Post weg, denn die wartet da noch auf der Rückbank. Und die neuen Besitzer freuen sich dann natürlich auch, wenn die Sachen endlich da sind. Ja, und das machen wir jetzt. Ich stehe hier voll ungünstig, halb auf der Straße, aber der Parkplatz war gerade noch so voll. Dann gehe ich rein, fall alle weg. Naja, wer kennt das nicht? So, auf zur Post. So, mein Lieben, ich habe mich dann doch dazu aufgerafft, nach Lübeck zu fahren, zu den anderen Flohmärkten. Bin jetzt hier. Und da schauen wir mal, was uns da erwartet. Ich denke, danach fahre ich noch zu einem anderen, weil der wohl irgendwie nur einen Kilometer von hier entfernt ist. Dementsprechend kann man da ja auch mal reinschauen. So, ich werde mich jetzt losdüsen. Licht aus, nicht vergessen. Ich hoffe, mein Akku von meinem Handy hält, weil der ist komplett leer. Und von hier weiß ich den Weg nach Hause, aber wer weiß, wie es von gleich ist. Naja, mal schauen. Ich würde sagen, wir düsen erstmal rein. So, fast fertig. Eine volle Tüte später. So, es gab jetzt noch einen Kuchen. Wir sind voll. Ich glaube, 25 Euro habe ich bezahlt. So, einen leckeren Kuchen. Und dann steht auch schon mein Auto hier und dann geht's ab nach Hause. So, mein Lieben, ich bin zu Hause und habe gerade den Haul hier gedreht, deswegen sitze ich hier gerade noch genau in der Kulisse. Es regnet total und ich bin froh, dass ich zu Hause bin. Ja, ich habe den Kuchen noch gegessen und jetzt gerade zu Hause noch ein bisschen Mittagessen und habe auch schon einiges erledigt. Wir haben es jetzt auch schon 4 oder so und es regnet total. Genau, den Haul gibt es ein bisschen später, weil ich natürlich nach dem Geschlecht eingekauft habe und dementsprechend alles natürlich dann dem Outing entspricht es. Und das wollte ich euch jetzt natürlich nicht zeigen, weil dann kommen wieder die ganzen Kommentare, oh, es wird das oder es wird das oder es wird das und das und das und das. Ja, ich werde diesen Vlog jetzt auch hier beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen, so ein bisschen mitzukommen. Ich habe euch ja heute versucht, ein bisschen mehr mitzunehmen. Es war ziemlich schwer. Alleine ist nämlich so einkaufen total anstrengend. Aber ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, dieser Vlog. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!